Ja, hallo, ich bin der Andreas König und ich bin auch so ein Künstler, genauer gesagt Pianist. Ich spreche heute zu euch, weil ich ein großer Fan bin der Maßnahmen unserer Bundesregierung. Das geht so weit, dass ich die Überzeugungsstrategien unserer globalen Führer auch als Inspiration genommen habe für meinen Klavierunterricht. Und ich habe entdeckt, dass der Einsatz von Angst, emotionaler Erpressung, Manipulation und auch das Appellieren an Schuld- und Schamgefühle völlig neue Möglichkeiten in der Pädagogik eröffnen. Als Lehrer ist mir bewusst, dass das höchste Ziel eines jeden Schülers nur sein kann, das, was ich beibringe, anzunehmen und wiederzugeben. Und daran werden die Schüler dann auch objektiv von mir gemessen. Sollte mir einer unterkommen, der, ich würde sagen, so moralisch verkommen ist, dass er sich dem widersetzt und andere Meinung vertreten sollte, dann greife ich entschieden zu psychologischer Kriegsführung, um dessen oder ihren Willen zu brechen, in deren eigenen Interesse natürlich, und meinen moralisch höherwertigen Willen einzuimpfen. Ich muss sagen, dass wir alle extrem zufrieden sind mit den Ergebnissen, die wir mit dieser neuen Art der Umgangsformen erzielen. Und auch wenn man in die Geschichte schaut, würde ich sagen, wenn wir irgendwas gelernt haben sollten aus dem 20. Jahrhundert, dann dass nur mit gnadenloser Verfolgung Andersdenkender eine funktionierende Zivilgesellschaft zu haben ist. Aus all diesen Gründen und noch viel mehreren dürfen diese Maßnahmen nie wieder aufhören. Deswegen bitte alles dicht machen und vor allem nie wieder aufmachen. Lockdown für immer. Macht's gut.